Moin Moin, Miro hier. Ja, jetzt mein letztes Tomatenprofil vom Balkon für eine Weile, denn meine Black Russian, eine große Fleischtomate, die braucht noch ein bisschen bis zur Reifung. Das hier wird ein Video über meine Wildtomate. Ihr seht das vielleicht schon, ich habe hier so alle möglichen Tomaten, aber eine, die versucht sich wirklich in alle möglichen Richtungen über alle anderen Tomaten rüber zu schaufeln und am liebsten hätte sie den ganzen Balkon. Das ist hier diese Wildtomate. Ja, mir ist sie tatsächlich einfach geschenkt worden, das heißt, ich weiß gar nicht so genau, welche Sorte das ist. Allerdings findet man immer wieder auch online Tomaten mit so kleinen birnenförmigen Früchtchen. Und ja, dementsprechend, wenn ihr nach Wildtomate, Birne oder gelbe Birne sucht, dann werdet ihr die schon finden. Ich schaue auch, dass ich euch einen Link unten in die Videobeschreibung tun kann, wo ihr die kaufen könnt. Ja, das ist echt ein Wunderwerk, das Ding. Eigentlich muss man Wildtomaten gar nicht ausgeizen. Ich habe es dann aber doch kräftig gemacht, weil die sonst einfach wirklich den kompletten Kasten und am liebsten auch noch die ganzen nächsten Kästen mit übernommen hätte. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen kurzen Schnitt und dann zeige ich euch die Pflanze, um die es eigentlich geht. Das ist quasi die Mutterpflanze. Ihr könnt es sehen, ich habe dir einen ordentlich großen Kübel gegeben und aus einem einzigen Stamm, dem hier nämlich, ist dann dieses riesige Ungetüm geworden, das sich über meinen gesamten Balkon auszubreiten droht. Die Pflanze geht bis an die Decke quasi, bis an den oberen Teil der Trennwand und ich habe sie wirklich kräftig ausgegeizt. Im Freien, wenn ihr sie mal ja, bei euch im Garten pflanzen solltet oder so, seid auf jeden Fall ein bisschen hinterher. Es sei denn, ihr seid einfach vom Platz her so gut bestellt, dass ihr die wachsen lassen könnt, wie ihr wollt. Die wird sich ausbreiten wie Brombeeren. Die produziert so schöne kleine Beeren oder schon fast Birnen. Ich kann gleich mal direkt ein paar mehr einsammeln, denn ja, daran mangelt es tatsächlich nicht. In so richtig schönen Rispen und Reben, fast so wie Wein. Ihr könnt es sehen, die hängen da jetzt überall. Einige sind schon fast leer, wie diese hier. Und dann habt ihr am Ende so schöne Edelsteine. Das sind ganz, ganz tolle Naschtomaten. Die sind unfassbar ja, toll von ihrem Geschmack. Recht dickwandig. Haben aber so ein... Am Anfang, wenn sie noch etwas gelber sind, wie diese hier, haben sie einen eher säuerlichen Geschmack. Und dann wird es immer milder, aber auf jeden Fall diese charakterliche Säure, die verlieren sie nie. Ja, charakteristisch ist auf jeden Fall die sehr, sehr dicke Haut. Es gibt quasi überhaupt gar kein Fruchtfleisch. Stattdessen ist da einfach relativ viel Fruchtwasser drin. Recht viele Kerne auch, wenn man es mal aufschneidet. Und ihr könnt diese Kerne dann auch trocknen und fürs nächste Jahr verwenden. Da es eine Wildtomate ist, könnt ihr die einfach Jahr um Jahr um Jahr wieder einpflanzen. Und das habe ich hier mit dieser Pflanze auch gemacht. Eine ganz tolle Sorte, schmeckt echt unfassbar gut, schwer zu beschreiben. Kleines bisschen rauchig, finde ich. Und ist super toll, einfach zum Snacken zwischendurch. Als Beilage, wenn du dir ein Stück Brot machst oder aber auch ja, im Salat, das ist eine ganz tolle Sache. Wichtig bei dieser Tomate ist eben, theoretisch muss man die überhaupt nicht ausgeizen. Praktisch, selbst mit starkem Ausgeizen ist diese Pflanze so groß geworden. Und sie braucht auf jeden Fall dann Stützen, sonst, wie Wildtomaten nun mal sind, will sie dann eben auf dem Boden vor sich hinkriechen, irgendwo wieder festwurzeln, das können Tomaten nämlich. Dementsprechend gibt ihr ein paar Stützen, aber am sinnvollsten ist es eigentlich, die oben festzubinden. Das habe ich bei mir hier auch gemacht. Ich zeige es euch noch mal kurz. Zoome mal ein kleines bisschen rein. Und dann könnt ihr sehen, ich habe die hier festgebunden. Ja, so wird man dem Ganzen doch am besten noch her. Allerdings, diese Pflanze macht es tatsächlich sehr gut. Die stützt sich total gut selbst. Ich habe wirklich nur diese zwei Stöcker hier. Dann habe ich drei Triebe angebunden und der gesamte Rest, der stützt sich gegenseitig. Die Blätter, die
verwirren, also sie sind so stark ineinander verworren, dass die Pflanze eigentlich super sich irgendwo an der Wand entlang hangeln kann. Sobald ein Trieb Halt gefunden hat, ist es wirklich fast wie mit Gurken oder Erbsen oder so. Unfassbar toll. Ja, im Prinzip ist dieses Video also einfach eine Lobhudelei auf diese tolle Sorte. Ich zeige euch noch mal ein kleines bisschen ein paar Details. Hier mal eine Rebe, die ich noch nicht abgeerntet habe. Also mit solchen Reben könnt ihr rechnen. Und zwar nicht mit einer oder mit zwei, sondern mit zahlreichen, also wirklich zahlreichen. Von einer Pflanze könnt ihr auf jeden Fall hunderte Tomaten ernten. Hier hinten auch. Hier durch. Also es ist eine unfassbar tolle Sorte. Debattierbar, also ob das für den Balkon genau das Richtige ist. Man braucht auf jeden Fall viel Platz oder muss bereit sein, relativ viel Platz auf seinem Balkon dafür zu opfern. Aber ja, wenn man das tut, ich habe wirklich noch niemanden, nicht mal Leute, die Tomaten offiziell nicht mögen, sagen hören, dass ihnen diese Sorte nicht schmeckt. Und dementsprechend, schaut mal online. Wie gesagt, ich habe euch was in die Videobeschreibung gepackt. Ihr werdet diese Sorte lieben. Zumindest, wenn ihr damit umkommt, dass die nicht so wunderbar ordentlich und geordnet und gerade in den Himmel wächst, sondern sich immer wieder verzweigen will. Ja, nochmal ein ganz kurzer Blick hier auf diese. Das sind eben sehr zarte Pflanzen. Ihr könnt das sehen, die Blätter sind ein kleines bisschen dünner. Der Stamm ist dünner überhaupt. Alles an dieser Pflanze ist ein kleines bisschen filigraner. Das macht aber überhaupt nichts. Gerade am Anfang, wenn die sich noch an draußen gewöhnt, wird die ihre Blätter schlapp hängen lassen. Sie braucht auch unfassbar viel Wasser. Also in diesen Topf hier gehen 2 Liter Wasser jeden Tag. Und es ist noch nicht mal Hochsommer. Ja. Aber das, was sie eben auch verbraucht an Nährstoffen und an Wasser, das gibt sie einem auch zurück. Und sie ist wirklich äußerst, äußerst widerstandsfähig gegen irgendwelche Krankheiten. Braunfäule habe ich auch letztes Jahr überhaupt keine gehabt mit dieser Pflanze. Und da sind mir die anderen Pflanzen teilweise richtig fies weggegammelt. Ja, ansonsten ein paar Stellen, wo die Sonne am Anfang zu stark war. Das hier ist quasi eine Brandwunde. Ist aber nicht weiter schlimm. Solche Blätter entfernt man einfach, solche Triebe. Ich habe ja auch noch ein Video zur Pflege von Tomaten gemacht. Das verlinke ich euch auch mal. Weg damit. Diese Pflanze hat mehr als genug Grün. Und dann geht es auf jeden Fall richtig schön rund bei euch im Garten. Ich wünsche euch richtig, richtig guten Appetit, wenn es denn soweit ist. Bis dahin viel Spaß beim Pflanzen, bei der Pflege und dann natürlich auch bei der Ernte. Einen grünen Daumen von mir. Und Grüße aus dem Norden.